Ja, herzlich willkommen zurück in unserem Programm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder Norman Schumann und Friedrich Meier von Klima vor Acht, der Primetime fürs Klima, bei uns im Programm begrüßen dürfen. Wir hatten sie beim letzten Mal schon mit dabei, haben mittlerweile auch schon einige ihrer Folgen mit ausstrahlen dürfen. Und ja, sie waren natürlich auch eine Inspiration für unser Format Klimajournal, was ihr heute Abend auch wieder sehen werdet. Und sie werden uns heute ein bisschen was über Klima vor Acht erzählen, wieso der Stand ist, und haben außerdem noch eine quantitative Auswertung mitgebracht der letzten 5 Jahre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, anhand dessen sie aufzeigen, wie notwendig es ist, dass dieses Thema dort endlich behandelt wird. Und ich würde ein paar Fragen aufnehmen, wenn ihr die habt. Ihr seht nachher noch einen Feedback-Link eingeblendet oder über den YouTube-Chat und gebt die dann gerne noch weiter. Und ansonsten gebe ich jetzt an euch beide ab, Norman, Friederike, schön, dass ihr da seid. Und wir freuen uns sehr auf den Vortrag und die Diskussion. Ja, erstmal vielen Dank, Fabian. Ich teile mal meinen Bildschirm. Währenddessen kann Friederike kurz ja schon mal ein paar einleitende Worte erzählen. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Wir werden zunächst etwas allgemein über die Klimaberichterstattung, wie sie gerade läuft und was man so verbessern kann, erzählen, bevor Norman dann zu unserer Auswertung kommt des Fernsehprogramms und der Printmedien. Und zum Schluss stellen wir dann unsere Idee von Klimaverachtung vor. Wunderbar. Kurze Frage an Fabian. Sieht man den Bildschirm? Alles gut geteilt? Sieht top aus. Wunderbar. Dann denke ich mal, starten wir einfach. Genau, allgemein zur Klimaberichterstattung, zur Klimakrise in den Medien. Was ist das Problem? Es ist nicht das Problem, dass es da überhaupt nichts gibt. Es gibt viele Dokumentationen zum Beispiel, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Die laufen aber sehr oft sehr spät und erreichen damit dann ein Publikum, das sich sowieso schon für die Klimakrise oder die Thematik interessiert. Das Gleiche gilt auch bei sehr spezialisierten Medien, die es auch gibt, die teilweise sehr gut die Themen aufbereiten, die aber auch nur ein sehr kleines Publikum erreichen. Und es findet keine durchgängige Berichterstattung statt. Ganz oft war das in den letzten Jahren und Jahrzehnten so, dass es sich sehr auf einzelne Katastrophenmeldungen zum Beispiel konzentriert hat, dass es dann sehr viel Berichterstattung gibt. Wenn es Extremwetterereignisse zum Beispiel gibt, dann wird sehr viel berichtet und danach kommt wieder nichts. Was ist jetzt das Problem bei der Darstellung der Klimakrise in den Medien? Es gibt einmal das Problem der False Balance. Damit ist gemeint, dass zum Beispiel Klimaforscher gleichberechtigt mit den Meinungen von Klimaleugnern oder Menschen, die auch gar keine Wissenschaftler sind, dargestellt werden. In Talkshows gab es das sehr lange, sehr stark. Das hat mittlerweile etwas abgenommen, zum Glück, aber das Problem dieser False Balance besteht weiterhin. Und das suggeriert sozusagen, dass es bei bestimmten Punkten in der Klimaforschung, also zum Beispiel so ganz wesentlichen Grundlagen, wie dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt und dass er sehr, sehr dramatische Auswirkungen auf uns hat, dass es suggeriert, dass es da Uneinigkeit gäbe oder verschiedene wissenschaftliche Meinungen. Und das ist natürlich vor allem in den beiden Punkten, die ich gerade genannt habe, fatal. Dann ist ein Problem, dass der Konflikt oft verschoben dargestellt wird. Also wir haben hier zwei Beispiele, zum Beispiel RWE gegen die Anwohnerinnen in den Dörfern oder Umweltaktivistinnen gegen ein modernes Kraftwerk. Das verschiebt die ganze Thematik, konzentriert es auf diesen vermeintlichen Gegensatz und blendet die Hintergründe damit komplett aus. Ganz oft sieht man auch, dass sich stark fokussiert wird auf verschiedene Aktionsformen von Umweltaktivistinnen zum Beispiel und dass da der größere Kontext dann aber verloren geht und eben auch die größeren Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Die Klimaziele werden sehr oft negativ geframed. Dann gibt es solche Wörter wie Klimaziele werden verschärft. Das hat eher eine negative Konnotation. Die Kosten der Energiewende zum Beispiel werden als Belastung dargestellt oder sehr in den Vordergrund gerückt. Die Vorteile
werden meistens nicht genannt, da auch wieder fehlt oft der größere Kontext. Also zum Beispiel, was für Kosten auf uns zukommen, wenn wir jetzt weiter so machen. Genau, dazu gibt es von dem Manuel Grebeniak einen sehr guten Twitter-Thread. Wir haben euch da den QR-Code eingeblendet, der da nochmal aufzählt, so die größten, die schlimmsten Klimaberichterstattungs-Fauxpas sozusagen. Mal kurz nochmal stehen lassen. Genau, ein Fauxpas konnte man auch am Samstag, denke ich mal, im Spiegel sehen, wo es einen langen und breiten Bericht darüber gab, wie viel Kosten doch jetzt die Klimaschutzmaßnahmen verursachen, und dort aufgerechnet wurde, was alles auf denen die SteuerzahlerInnen zukommt. Auf der anderen Seite wurde da aber nicht gegengerechnet, wie viel Kosten auf denen die SteuerzahlerInnen zukommen, wenn man jetzt nicht handelt und in Zukunft alles so weiterlaufen lässt und wie auf eine sehr heiße Welt zu steuern. Genau. Meine nächste Folie. Ah ja. Genau, hier haben wir nochmal ein Beispiel gebracht, einmal von der Tagesschau und einmal vom ZDF, einfach nur, um nochmal die Ressorteinteilungen zu sehen, mit denen wir es da zu tun haben. Bei der Tagesschau ist es besonders krass, da hat man Inland, unter Inland fällt so ziemlich alles, was nicht Ausland und Wirtschaft ist. Also es wird alles darunter subsumiert. Beim ZDF hat man da wenigstens noch Politik, Wirtschaft, Panorama, Sport. Aber man sieht, die Wirtschaft hat bei beiden eine sehr hohe Priorität. Und es verdeutlicht auch so ein bisschen das Problem. Also die Klimakrise ist ein Querschnittsthema. Also die hat Auswirkungen in sämtlichen Bereichen unseres Lebens und auch in den klassischen Ressorts sozusagen. Aber das führte in der Vergangenheit oft dazu, dass die Thematik so ein bisschen lost in den Ressortzuteilungen war und nirgendwo so richtig vorkam. Genau. Was lässt sich verbessern? Also einmal ist das natürlich das Wording, womit man anfangen könnte oder wo auch Redaktionen anfangen könnten, sich Gedanken zu machen, ihr Wording zu überdenken, also ob sie beispielsweise Klimakrise verwenden statt Klimawandel. Klimawandel, Wandel suggeriert ja auch, es ist etwas, ein Wandel ist etwas, was sich gemächlich vollzieht, was natürlich ist. Klima hat sich ja schon immer gewandelt, also das hat eine bestimmte Bedeutung. Klimakrise ist sehr viel deutlicher und, wie ich finde, auch sehr viel zutreffender angesichts dessen, womit wir es zu tun haben. Oft wird auch von Klimaskeptikern zum Beispiel gesprochen. Wenn jemand skeptisch ist, ist das gerade auch in der Wissenschaft eigentlich auch eine positive Eigenschaft. Es ist gut, wenn man skeptisch ist. Man sollte auch skeptisch sein. Das verschleiert aber auch so ein bisschen den Blick darauf, dass wir es damit mit Menschen zu tun haben, die teilweise mit einer bestimmten Intention auch den menschgemachten Klimawandel leugnen. Also über solche Wörter kann man und sollte man sich Gedanken machen. Dazu gehören natürlich auch noch viel mehr. Also hat man es mit einer Erderwärmung zu tun oder mit einer Erderhitzung zum Beispiel. Ich denke, da gibt es kein richtig oder falsch, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, womit sich Redaktionen auseinandersetzen sollten, weil Wörter haben einfach Macht. Und eine Redaktion, die das sehr vorbildlich gemacht hat und sehr umfassend und auch schon relativ früh, ist der englische Guardian. Die haben sich genau darüber, über die Begriffe Gedanken gemacht und festgelegt, was sie hauptsächlich verwenden wollen, ihren Redakteuren da was an die Hand gegeben. Die sind aber noch viel weiter gegangen und haben sich zum Beispiel auch über die Bilder, die sie verwenden, Gedanken gemacht. Also die Bildsprache ist natürlich auch sehr, sehr wichtig in der Klimaberichterstattung. Und ganz oft hat man es da mit einem Dilemma zu tun, weil Bilder, die Schäden oder Folgen des Klimawandels zeigen, wecken dann oft Aufmerksamkeit, lösen aber auch ein Gefühl der Distanz aus. Und das kann bei den Betrachterinnen dann dazu führen, dass man eher ein bisschen ohnmächtig dem gegenübersteht. Auf der anderen Seite Bilder, die dann eher sich auf Lösungen fokussieren, stärken dann den Eindruck der Selbstwirksamkeit, können aber auch den Eindruck vermitteln, es ist nicht so dringend. So, also damit
Da sollte man sich auch Gedanken machen, was verwendet man für Bilder, welche Bildsprache nimmt man. Und da gibt es auch sehr, sehr viel Forschung mittlerweile dazu. Also zum Beispiel, dass man mehr Menschen zeigen sollte, mehr einzelne Menschen, dass man, ihr kennt das sicher alle, diese Bilder von den Eisbären. Man sagt ja, schade, irgendwie blöd, die armen Eisbären, aber es hat nicht wirklich was mit dir selber zu tun. Und deswegen betrifft es dich auch in deiner Wahrnehmung nicht so stark. Stattdessen kann man viel mehr Bilder verwenden, die überraschende Motive zeigen, Bilder, die Menschen zeigen, die Probleme lösen, auch humorvolle Bilder oder auch Bilder von einer erstrebenswerten Zukunft, also positive Beispiele. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich sage, man einzelne Menschen zeigen, zum Beispiel in Bezug auf klimaschädliches Verhalten, da haben Studien ergeben, dass es da eher nicht von Vorteil ist, wenn man einzelne Menschen zeigt, sondern bei klimaschädlichen Verhaltensmustern sollte man dann eher mehrere Menschen zeigen, beziehungsweise das als kollektives Muster darstellen, als kollektives Problem, also zum Beispiel Stau- oder Smogbilder oder sowas. Da gibt es ganz viel Forschung dazu. Genau, wichtig ist, dass es halt nur umgesetzt wird und auch reflektiert wird. Der Guardian hat das gemacht. Der Guardian hat sich auch vorgenommen, mehr Menschen auch aus dem globalen Süden zu zeigen oder aus Ländern, wo die Klimakrise besonders betrifft. Und diese Menschen auch mehr als Subjekte und nicht als Objekte darzustellen. Das so zur Berichterstattung. Der Guardian ist aber als Medienhaus auch noch weitergegangen und hat auch beschlossen, dass er zum Beispiel keine Anzeigen mehr annimmt von fossilen Unternehmen. Also das ist ein Schritt, der jetzt wahrscheinlich in Deutschland für die meisten Medienhäuser undenkbar ist, aber der so ein bisschen zeigt, was tatsächlich auch für Medienhäuser möglich ist, zu verändern. Ja, wir haben uns dann auch gefragt im Zuge unserer Klima vor Acht-Kampagne, warum wird nicht mehr getan? Und wir haben auch mit vielen ProtagonistInnen auch im öffentlichen Rundfunk gesprochen. Die Greens for Future hatten ja auch einen Brief rausgeschickt im April 2020. Es gab auch eine Petition 2019 von zwei Studentinnen. Und alles das, was immer zurückkam, war das Zitat, weil wir schon sehr, sehr viel Klimaberichterstattung haben. Wir haben nochmal überlegt, so, was heißt denn sehr, sehr viel? Und deswegen haben wir einfach mal nachgezählt. Und zwar, wir sind hingegangen und haben uns auf 5,5 Jahre Fernsehprogramm gestürzt. Das heißt, wir haben das Programm ausgezählt. Und dabei ist über 1,4 Millionen Datensätze oder Daten zusammengekommen im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 30.04.2021. Die Sender, die wir betrachtet haben, sind alle Sender, die unter dem Konglomerat ARD zusammenfallen, also auch Arte, Bayerischer Rundfunk, Phoenix, Radio Bremen TV, RBB und so weiter, plus die drei Sender des zweiten deutschen Fernsehens, also ZDF, ZDF Info und ZDF Neo. Als Grundlage haben wir die Programme genommen, wie sie auch online stehen. Einmal unter programm.ard.de und einmal unter zdf.de Live TV. Da findet ihr unten dann auch immer neben dem Live-Sender die einzelnen Programmdaten. Und wichtig nochmal, wir haben eine quantitative Analyse gemacht. Das heißt, wir haben nicht auf die Qualität der einzelnen Sendungen geguckt, sondern wir haben erstmal geschaut, wo in der Sendungsbeschreibung, da gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, das Wort Klima tatsächlich vorkommt. Das ist so eine kleine Ausschnitt einer Sendungsbeschreibung. Ich habe jetzt mal als Beispiel Max das Marktmagazin genommen. Das lief, wie ihr sehen könnt, letzten Freitag von 10.05 Uhr bis 10.50 Uhr. Und dort findet ihr oben erstmal den Titel. Und dann findet ihr so eine Themenbeschreibung. Da Lotto-Millionen wohnen, fließt das Geld der vielen TipperInnen. Auch hier vielleicht mal am Rande löblich zu erwähnen, das Gendern klappt schon ganz gut im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zweiter Punkt sehen wir natürlich Klimakrise, was Wälder und Forstwirtschaft zu schaffen macht. Und wir sehen darunter in den Details noch so eine detaillierte Programmbeschreibung. Das heißt, wir haben zwei Arten von Programmbeschreibung. Einmal so eine, ich nenne sie mal normale Programmbeschreibung, nochmal so eine detaillierte.
Und wir haben uns beide Programmbeschreibungen angesehen. Und wir haben mal geguckt, wo in dieser Sendung kommt in der Programmbeschreibung das Wort Klima überhaupt vor. Wenn es einmal vorkommt, haben wir gesagt, okay, das ist eine Sendung, die sich mit Klima beschäftigt. Und wenn es halt keinmal vorkommt, ist es halt keine Sendung, die sich mit Klima beschäftigt. Und wenn man hier durchgeht, wir sehen hier allein viermal schon das Wort Klima. Die detaillierte Programmbeschreibung könnte man jetzt noch weiter runterscrollen. Also das sind meistens sehr lange Beschreibungen. Und wir haben dann auch mal geguckt, was sind denn das für Wörter, die da vorkommen? Und da sieht man ganz häufig, das ist jetzt die Auszählung für das Jahr 2020 von allen Programmbeschreibungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wir sehen einen sehr starken Fokus auf Klimawandel, Klimaschutz, auch das Wort Klima selbst. Wir haben vorher für die Auswertung alle Wörter dann kleingeschrieben, damit wir kein Problem mit Groß- und Kleinschreibung hatten. Und wir sehen natürlich auch Wörter Klimakrise taucht da auf. Und wenn man zum Beispiel ganz unten in der unteren Reihe guckt, sieht man auch Wörter wie Familienklima oder ganz oben in der ersten Reihe Klimaanlage. Das sind natürlich jetzt keine Wörter, die in erster Linie sich mit Klimakrise beschäftigen. Allerdings haben wir gesagt, die kommen zwar vor, die kommen aber so wenig vor, dass wir sie jetzt einfach mal diesen kleinen Rechenfehler, den wir machen, zugunsten der ARD machen. Man könnte jetzt noch qualitativ hingehen und sagen, okay, wir streichen alle Wörter raus, die nichts damit zu tun haben, aber das wäre der zweite Schritt. Jetzt werden gleich einige Diagramme folgen. Es werden sehr viele Zahlen vorkommen. Bitte keine Angst davor haben, wenn ihr das jetzt als Aufzeichnung guckt. Ich werde kurz erklären, was die Diagramme bedeuten. Drückt da gerne auch auf Stopp und schaut sie euch nochmal genauer an. Und dann denke ich mal, ist das Verständnis auch besser. Hier muss ich aus Zeitgründen da ein bisschen schneller durchfliegen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und zwar haben wir erstmal geschaut, wie viele Sendungen mit Klimabezug gibt es überhaupt im gesamten Zeitraum. Der gesamte Zeitraum war der 1.1.2016 bis zum 30.04.2021. Und wir haben in diesem Zeitraum 1,9% Sendungen mit dem Wort Klima gefunden. Und wir haben eine Vergleichsgruppe aufgemacht. Wirtschaft ist jetzt bei uns wirklich nur eine Vergleichsgruppe. Und soll bitte nicht gegeneinander ausgespielt werden, aber damit man so eine Vorstellung bekommt, was für andere Themen vorkommen. Wir hätten natürlich auch Politik nehmen können oder was anderes. Und wir sehen hier über den gesamten Zeitraum haben wir tatsächlich 1,9% Sendungen, die sich mit Klima beschäftigen, plus 0,5% mit Klima und Wirtschaft. Das heißt insgesamt haben wir in dem gesamten Zeitraum 2,4% der Sendungen, die sich mit Klima beschäftigen. Jetzt könnte man sagen, okay, mit Aufkommen von Fridays for Future und so ist das mehr geworden. Das ist auch richtig. Wenn wir jetzt uns nur auf das Jahr 2020 fokussieren, wir haben das Jahr 2020 mal als Vergleichsjahr genommen, weil wir da ein ganzes Jahr abdecken. Dort sehen wir 2,3% und 0,7%. Wir liegen dann also bei 3% der Sendungen, die sich mit dem Thema Klima beschäftigen. Auch das Wirtschaftsthema ist mehr geworden. Tendenz ist schon mal steigend, ist also erstmal wünschenswert. Die Frage ist natürlich, ist das genug? Und um das entscheiden zu können, schauen wir uns mal absolute Zahlen an. Wir haben hier eine sogenannte Heatmap. Das kann man jetzt am Rande schlecht sehen, weil das der Hintergrund nicht weiß ist. Ich lese es einmal vor. In der ersten Reihe sehen wir das Jahr 2016. In der zweiten Reihe sehen wir das Jahr 2017 bis runter in das Jahr 2021. Und wir sehen die Häufigkeiten von Klimasendungen nach Jahr und Monat eingeteilt. Je farbintensiver das Feld ist, desto häufiger kommen die Sendungen vor. Und wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Man sieht hier ein ganz grünes, großes Feld. Das ist der September 2019 und da denke ich mal, muss ich hier keinen sagen, was im September 2019 war. Globaler Klimastreik,
Das Klimapäckchen wurde verabschiedet. Es war doch in aller Munde. Im Oktober hatte man dann noch einen Ausläufer mit 1020 Sendungen in der Absolutheit über den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und auf eine Sache möchte ich euch gerne noch aufmerksam machen. Und zwar, wir hatten ja im Jahr 2018 diesen besonders heißen Sommer. Und da war es ja vom Mai bis Oktober durchgängig ziemlich heiß. Und wie wir sehen, wurde das erst von den Medien im August des Jahres verstärkt aufgegriffen. Und das Verständnis war da, dass es tatsächlich mit der Klimakrise oder mit der entstehenden Klimakrise zu tun hatte. Was wir noch sehen, eine kleine Verstärkung hier im Dezember. Das sind meistens die Jahresrückblicke, die nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Und ein dritter Punkt, auf den ich euch nochmal aufmerksam machen möchte, ist der November 2020. Das war die ARD-Themenwoche zum Thema Zukunft und Klima, wo wir auch eine etwas stärkere Berichterstattung sehen, beziehungsweise Sendungen, die sich auch mit dem Thema Klima und alles drumherum beschäftigen. Das Ganze haben wir nochmal zeitlich aufgezeichnet. Wir sehen hier die zwei einzelnen Peaks. Da werde ich gleich noch was zu erklären. Wir haben das mal verglichen mit den Sendungen, die sich mit Wirtschaft beschäftigen. Und wir haben dagegen nochmal gehalten. Wir haben jetzt ja eine sehr aktuelle Krise, die auch zeigt, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen Krisenberichterstattung kann. Und hatten uns mal angeschaut, wie es denn mit Corona aussieht. Und man sieht hier sehr deutlich, dass Anfang 2020 erst war es so kurze Berichterstattung. Ja, da gibt es irgendwo ein Virus in China und der kann gefährlich werden und so weiter. Dann ging die Berichterstattung wieder runter. Aber sobald er in Deutschland ankam, sehen wir Krisenmodus, Sondersendungen, Sendungen, die sich damit beschäftigen und so weiter. Das heißt, dieses sehr vorbildliche Verhalten des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, wo die Krise auch als solche verstanden war, zeigt auch, dass das öffentliche rechtliche Rundfunk darauf reagieren kann. Das habe ich mal, war so ein bisschen kreativer und tätig, hatte jetzt hier noch ein paar Punkte reingemalt zur Erheiterung von Friederike. Genau, das sind noch einzelne Peaks. Unter anderem sehen wir hier, was wir jetzt aus den anderen Daten gar nicht sehen konnten, dass wir Ende 2017 gab es die COP23 in Bonn, da hatten wir eine erhöhte Berichterstattung. Dann hatte ich ja gerade schon von den Hitzesommer gesprochen, der im Mai anfing und erst sich so ein bisschen äußerte in den Daten im August. Dann globaler Klimastreik als überragender Peak. Im 2019, September 2019 und hier nochmal die ARD-Themenwoche, die auch nochmal etwas weiter rausstrahlt. Dazu sollte ich noch sagen, das sind jetzt nicht die tagesaktuellen Zahlen, sondern sie sind gemittelt auf 7-Tages-Mittel. Wenn wir die tagesaktuellen Zahlen nehmen, hätten wir ganz starke Oszillationen und da würde man ein bisschen weniger sehen. Und deswegen haben wir hier immer die 7-Tage-Mittel betrachtet. Wenn man sich das jetzt mal auf die einzelnen Sender ansieht, sieht man hier, dass Dreisat doch ein sehr vorbildlicher Sender ist, bei Phoenix auch sehr berichterstattender Charakter ist. Auch mit vielen Sendungen, was 2019 der Fall war, was ein bisschen wieder abgeflaut ist. 2020, wir sehen also links die Jahre, unten die Sender. Und die zuschauerstarken Sender, das Erste und ZDF, sind da doch sehr zahlenmäßig unterrepräsentiert. Die dritten Programme mit vielen Sendungen auch Hintergrundinformationen, ich denke jetzt zum Beispiel auch an sowas wie Quarks und Co. und sowas, die sind dann auch ein bisschen stärker vertreten, aber gerade ARD und ZDF, die zuschauerstärksten Sender, sind etwas unterrepräsentiert.
um mal das, den Vergleich zu ziehen zu den Wirtschaftssendungen, hier möchte ich gar nicht näher auf die Zahlen eingehen, nochmal zur Erinnerung, je stärker die Farbe ist, desto stärker wird darüber berichtet. Wir sehen ja auch gerade bei ATH, Fernsehen, Phoenix und Tagesschau 24, dass sie doch ganz starke Sende und häufige Sendeformate für das Thema Wirtschaft haben. Das Ganze kann man noch auf das Jahr 2020 sich ansehen. Und da möchte ich einmal noch kurz drauf eingehen. Hier links sehen wir die Monate und nochmal die Sender. Und wir sehen, dass halt in der ARD-Themenwoche auch die dritten Sender so ein bisschen verstärkt in der Berichterstattung waren. Und allerdings jetzt nicht so signifikant herausstechend, wie das für eine Themenwoche wünschenswert wäre. Die ARD selbst hat die Zahlen von circa Mitte 20 auf 45 erhöhen können im November. Aber ansonsten ist es auch wieder abgeflacht. Das Ganze zum Thema Wirtschaft noch mal kurz wirken lassen. Wir sehen hier wieder rechts eine sehr starke Anzahl bei ATH, Fernsehen, Phoenix und Tagesschau 24. Und das Ganze für das Jahr 2021, um noch mal zu zeigen, dass die Berichterstattung doch tatsächlich nicht oder ich sag mal sehr wenig vorhanden ist. Schade ist ein bisschen, dass wir nicht den Anfang Mai da noch mit reingenommen haben. Das können wir erst Ende Mai absehen, um zu schauen, wie jetzt tatsächlich sich das Bundesverfassungsgerichtsurteil nochmal darauf ausgewirkt hat, ob wir da eine signifikante Verstärkung des Ganzen sehen. Nochmal das Wirtschaftsthema, ich hatte es gerade schon erklärt. Und ja, jetzt haben wir gesehen, ich habe es nochmal reingeschrieben, wir haben bei ARD 261 Sendungen im Jahr 2020 gehabt und beim ZDF 97 Sendungen im Jahr 2020. Die Frage ist natürlich, wann laufen denn diese Sendungen? Wir haben jetzt einmal die Sendung aufgesplittet nach Tagesstunde und wir sehen, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens laufen erstaunlich viele Sendungen zum Thema Klima. Meist mit wiederholendem Charakter, denn tagsüber ist es doch eher wenig. Wir sehen hier in 19 Uhr, 20 Uhr wird es wieder ein bisschen mehr, auch gegen 22, 23 Uhr. Aber wenn man sich die absolute Häufigkeit ansieht, wir reden hier von 20 bis 25 Sendungen, also gerade mal eine alle 2 Wochen, so sind die Zahlen doch nicht sehr stark. Ich habe noch mal kurz eine Legende reingemalt. Hier sehen wir bis 5 Uhr, 6 Uhr morgens Wiederholung in dem Bereich 6, 7, 8, 9. Das ist das Morgenmagazin. Da kann man das ARD und ZDF zurechnen. Und gegen Ende dieser 19 Uhr Slot, der wird sich geteilt von Weltspiegel und Wissen vor 8. Und bei 20 Uhr ist es hauptsächlich auch die Tagesschau. Bei der Programmbeschreibung werden leider nicht alle Tagesschau-Themen reingepackt, sondern nur sporadisch ausgewählte, manchmal auch gar keine. Deswegen ist das hier die 20 Uhr nicht so ganz aussagekräftig. Wir haben uns dann nochmal angesehen, da möchte ich ja so aus Zeitgründen kurz ein bisschen drüber fliegen. Einmal die Sendung Wissen vor 8 und Börse vor 8. Wissen vor 8 habt ihr wahrscheinlich schon aus unserer Pressemitteilung mitbekommen, die wir mal rausgegeben haben. Im Jahre 2020 gab es von 227 Sendungen Wissen vor 8 nur 10, die sich mit dem Thema Klima beschäftigt haben. Die ARD hat dann irgendwann darauf reagiert und hat gesagt, nee, stimmt nicht so ganz, wir haben mal nachgezählt. Es sind dann doch 24 gewesen. 24 bedeutet dann auch eine Sendung alle 2 Wochen, wenn man es aufs Jahr mittelt. Und für das Jahr 2021 bisher sind wir bei 3 im Gegensatz zu 78 ohne. Allerdings hat die ARD ja gesagt, sie möchte jetzt verstärkt mit den Science for Future zusammenarbeiten, um dort das Angebot zu erhöhen. Das soll meines Wissens ab Anfang Juni starten. Wir sind gespannt und wir bleiben natürlich dran, was die Beobachtung angeht. Nochmal kurz zu Börse vor 8. Auch die Börse vor 8 hat sich committed, mehr zum Thema Klima zu tun. Da haben wir auch mal reingesehen. Und zwar bei Börse vor 8 konnte man nicht die Sendungstexte auswerten, sondern haben die Moderationstexte ausgewertet. Jede einzelne Börse vor 8 Sendung seit August 2020.
Und der orange Balken sind die Sendungen in dem Monat, die sich nicht mit dem Thema Klima beschäftigt haben. Der grüne Balken sind die Sendungen, die sich mit dem Thema Klima beschäftigt haben. Im August hatten wir noch gar keine Sendung, die sich damit beschäftigt haben. Im September waren es dann schon 6 bis 7. Und das Ganze setzt sich jetzt über das Jahr sofort. Im Mai erstmals, der letzte Datenabzug war letzten Freitag, haben wir tatsächlich mehr Sendungen, die sich mit dem Thema Klima beschäftigen, als nicht. Wobei man da auch sehr vorsichtig sein muss, weil wenn man sich diese Moderationstexte auch durchliest und Börse für 8 anhört, gilt auch immer das Narrativ, Ökologie braucht unbedingt Ökonomie. Insofern ist es auch sehr fragwürdig, ob das dann tatsächlich so gut ist und in die richtige Richtung geht. Das Ganze war jetzt eine Auswertung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie sieht es denn bei den Printmedien aus? Da möchte ich kurz auf die Studien von Michael Brüggemann verweisen. Michael Brüggemann zeigt halt zusammen mit der University of Colorado Boulder, dass es schon sehr viel Klimaberichterstattung weltweit gibt. Der Peak war tatsächlich 2009 zum gescheiterten Gipfel in Kopenhagen. Wir sehen hier nochmal Ende 2015 nochmal einen Peak zum Paris-Gipfel und natürlich dann auch in den Jahren zweite Hälfte 2019, Entschuldigung, in den Jahren ab 2019 mit Fridays for Future das Aufkommen, dass die Berichterstattung doch zugenommen hat. Das heißt, es wurde schon mal mehr über das Klima berichtet, allerdings hat diese Berichterstattung immer noch nicht diese Züge angenommen, wie sie es schon mal im Jahre Ende 2019 zum Kopenhagen-Gipfel hatte. Insgesamt spricht Michael Brüggemann davon, ihr könnt das auch gerne unter climatematters.de nachschlagen, dass in Deutschland in den Printmedien circa 3 bis 4% die Artikel sich mit dem Thema Klima beschäftigen. Unsere Auswertung, wenn ihr euch an den Anfang erinnert, kommt auch auf circa 3% im Jahre 2020. Insofern gehen wir damit auch ganz gut d'accord. In den USA sind es übrigens 8 bis 9%. Da ist der Klimawandel bzw. die Klimakrise in den Medien doch schon viel stärker angekommen. Kurze Zusammenfassung des Ganzen. Die Klimakrise findet nur unzureichende Beachtung in den Medien. Wenn sie behandelt wird, dann nicht differenziert genug. Da hat euch Friederike was dazu gesagt. Klima ist leider immer noch ein Spartenthema und kein Querschnittsthema. Und das Thema läuft nicht verstärkt zur besten Sendezeit. Und unser Schluss war dann auch daraus, wir brauchen ein neues Format und dieses Format heißt Klima vor 8. Friederike, bitte. Genau, Klima vor 8. Klima vor 8 ist ja nichts, was wir erfunden haben. Die Idee gab es schon, bevor es unseren Verein gab. Es gab eine Petition dazu, die gefordert hat, dass man Börse vor 8 abschafft und stattdessen Klima vor 8 einführt. Das war im November 2019. Dann gab es die Gruppe Grannies for Future aus Köln, die im April 2020 über 100 Briefe an die Verantwortlichen der Öffentlich-Rechtlichen geschrieben haben, auch mit dieser Forderung. Und es gab zum Beispiel Aktionen wie die von Extinction Rebellion im Juni 2020, wo der NDR in Hamburg besetzt wurde oder blockiert wurde, wo auch diese Forderung vorgebracht wurde. Das heißt, es war keine neue Idee, die wir da hatten, aber wir haben uns gedacht, es ist frustrierend, dass aus all diesen Vorstößen nichts wirklich passiert, dass da keine Bewegung reinkommt und dachten, dann gehen wir das anders an. Haben uns dann letztes Jahr Anfang August immer wieder getroffen, virtuell natürlich, und haben beschlossen, so ein Format einfach selber zu produzieren, als Beispiel, wie man es machen könnte und dass man es machen kann. Dafür haben wir ein Crowdfunding ins Leben gerufen, mit dem wir sehr, sehr erfolgreich waren. Das hat uns selber auch überrascht, dass wir unser Funding-Ziel von 20.000 Euro innerhalb von 3,5 Stunden erreicht haben tatsächlich und am Ende mehr als das Doppelte dafür hatten. Das zeigt,
dass wir da offenbar auch einen Nerv getroffen haben und nicht die Einzigen sind, die finden, es ist höchste Zeit für dieses Format. Was ist Klima vor Acht? Unser Sendekonzept ist so konzipiert, dass Klima vor Acht als tägliches kurzes Format zwei verschiedene Ausrichtungen hat, also zwei verschiedene Sendearten. Einmal soll es ein Format sein, das aktuelle Ereignisse aufgreift und sie einordnet, erklärt. Und andererseits ein Format, das Hintergrundinformationen und grundlegende Zusammenhänge zur Klimakrise bringt und verdeutlicht. Es ist so konzipiert, dass es täglich ausgestrahlt werden kann, eben durch diese Mischung von Hintergrundsendungen, die man vorproduzieren kann, und von aktueller Klimaberichterstattung. Das Ganze soll nur 3 bis 5 Minuten lang sein, also es ist ein Kurzformat. Die Länge orientiert sich auch an den Vor-Acht-Formaten, wie Wissen vor Acht und Börse vor Acht, die es so gibt. Und ein wichtiger Punkt ist, dass es mit den Mitteln des konstruktiven Journalismus arbeitet. Also dass wir auch immer Lösungsansätze zeigen wollen oder Handlungsoptionen. Und auch wenn das manchmal schwer ist, dass es zumindest eine Einordnung gibt des Problems. Was wir gemacht haben, ist eine Art Showcase von insgesamt 6 Folgen, die wir ja jetzt auch in den letzten Wochen angefangen haben, auf unserem YouTube-Channel auszustrahlen. Und wir wollen damit zeigen, wie ich gerade schon sagte, dass man so ein Kurzformat zur Klimakrise machen kann, dass es genug Themen gibt und wollen zeigen, wie man sowas angehen kann. Also es ist gedacht als eine Art Inspiration und auch Motivation, vor allem für öffentlich-rechtlichen Sender. Genau, wir sind mit 4 Leuten gestartet. Inzwischen ist das Team aus ganz Deutschland auf über 30 Leute gewachsen. Hier mal einige Bilder von Menschen, die mitarbeiten. Genau, den Klaus links kennt ihr auch als einen unserer ModeratorInnen. Wir sind Menschen aus der Wissenschaft, wir sind Menschen aus dem TV-Journalismus, generell auch aus dem Journalismus. Wir sind Menschen aus Marketing, Kampagnenerfahrung. Wir sind Menschen, die Homepages bauen können und noch vieles mehr. Friederike, habe ich was vergessen? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Genau. Die Folgen kennt ihr ja von uns schon, zumindest 4 Stück. Morgen kommt die 5. Und die Themen, die wir bisher behandelt haben, wir haben versucht, dort eine gute Bandbreite zu finden. Also als erste Themen, Ideen hatten wir insgesamt 120 Stück, da mussten wir 6 von auswählen. Und unsere Sendungen sind nicht nur Hintergrundinformationen, sondern unsere Sendungen sollen auch aktuelle Ereignisse bespielen, wie zum Beispiel das EEG-Gesetz, was der Klaus euch in der 2. Folge mal vorgestellt habt, weil dort sollte es eine Novellierung dieses Gesetzes geben. Das wurde allerdings vom Bundestag verschoben. Und da haben wir mal so ein bisschen geschaut, was bedeutet denn dieses EEG-Gesetz? Und das Schöne daran ist, man musste gar nichts kommentieren, sondern wir haben einfach nur gezeigt, wie es aussieht. Und das Feedback war schon so, dass da schon viele Leute den Kopf über dieses Gesetz geschüttelt haben, weil sie erstmals wirklich verstanden haben, was da teilweise in diesen Gesetzen drin steht. Genau. Dann, was die Friederike noch angeschnitten hat, ist, wir betrachten Klima nicht mehr als Spartenthema, sondern Klima ist ein Querschnittsthema. Klima gehört in die Bereiche rein: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Gesundheit, Wissenschaft, und noch vieles mehr. Das heißt, es gibt kein Ressort mehr, was sich nicht mit dem Thema Klima beschäftigen kann. Ja, wir haben uns ja vor allem an die öffentlich-rechtlichen Sender gewendet, einfach weil sie einen Informations- und Bildungsauftrag haben und wir das vor allem als Aufgabe von den öffentlich-rechtlichen Sendern sehen. Dann kam aber, bevor sich da bei der ARD was getan hat, kam ein Privatsender auf uns zu, das war RTL.
und hat gefragt, ob man nicht in einen Austausch treten könnte über ein Format, was sie konzipieren. Dieses Format soll mehrmals wöchentlich im Rahmen von RTL aktuell vorkommen. Genau, zu dieser Sendezeit ist RTL auch Marktführer bei den 14- bis 59-Jährigen in dieser Sendezeit. Also man würde da auch ein großes Publikum erreichen und auch ein anderes Publikum als bei den Öffentlich-Rechtlichen, was wir auf jeden Fall positiv sehen. Und wir sind deswegen auch in einem Austausch mit RTL über dieses künftige Format. Wie das genau aussieht, ist noch nicht so ganz klar. Es wird auf jeden Fall erstmal noch nicht täglich, was wir ja eigentlich fordern. Und es hat wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich auch recht kurz. Trotzdem ist es erstmal ja, ein positiver Schritt, den wir sehr begrüßt haben. Genau, und nach RTL kam dann tatsächlich die ARD. Norman. Genau. Wir haben mit der Frau Strobel gesprochen. Frau Strobel ist die neue Programmdirektorin. Die hat den Volker Herres am 1. Mai abgelöst. Dann mit Florian Hager, der für die ARD-Mediathek zuständig ist, und Oliver Körr. Die haben alle drei jetzt ihren Job angetreten bei der ARD, oder ihren neuen Job bei der ARD. Und sie fanden unsere Idee erstmal sehr interessant. Und sie möchten jetzt erstmal die einzelnen Redaktionen Sender kennenlernen. Und wir werden diese Gespräche mit der ARD Ende Mai fortsetzen und sind auch positiv gestimmt. Signale haben wir leider noch nicht bekommen, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir da hoffentlich einen guten Punkt setzen können. Genau, die ARD wäre natürlich nicht auf uns zugekommen, wenn wir nicht eine gewisse Öffentlichkeit gehabt hätten. Und deswegen brauchen wir auch in Zukunft, also vor allem auch, wenn wir jetzt alle unsere Folgen gezeigt haben, brauchen wir, um erfolgreich zu sein, sage ich mal, unbedingt auch weiter die Öffentlichkeit. Also wir brauchen weiter euch als unsere UnterstützerInnen. Wie kann man das machen? Wir sind auf allen Social-Media-Kanälen, also zum Beispiel Twitter, Facebook, Instagram und YouTube. Ihr seht da die QR-Codes in genau dieser Reihenfolge auch. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr unsere Idee verbreitet auf diesen Kanälen, wenn ihr unseren offenen Brief unterschreibt, der nach wie vor auf unserer Website zu finden ist und unterzeichnet werden kann. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch unseren YouTube-Channel abonniert und da ordentlich und fleißig kommentiert. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen oder Vorschläge, könnt ihr Norman und mich unter presse@klimavor8.de auch per E-Mail erreichen. Sehr gut. Ich versuche es nochmal wie Rezo. Abonniert unseren Kanal, lasst uns ein Like da. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ja, dann schalte ich mich auch mal wieder rein. Vielen Dank an euch beiden, dass ihr das heute gemacht habt und uns nochmal erzählt habt, wie das Ganze entstanden ist und wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Super, super spannend. Wir freuen uns unglaublich, dass ihr auch die Initiative ergriffen habt und dieses Format jetzt wirklich auch in die Tat umgesetzt habt, nachdem die Ideen da waren. Irgendwer muss es dann am Ende ja auch machen. Und ich glaube, Norman, du bist ja gleich noch in der Podiumsdiskussion, die jetzt im Anschluss folgt bei Prio 1. Und da sind auch spannende Gäste dabei. Ich glaube, Johannes B. Kerner ist auch mit am Start. Johannes B. Kerner, Volker Angres, Toro Schölermann und Maren Urner, die sicherlich auch wunderbare Beiträge zum konstruktiven Journalismus liefern kann. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ja, haben wir noch Zeit für ein, zwei Fragen oder musst du jetzt gleich los? Okay. Nö, wir haben kurz noch Zeit. Okay, super, cool. Dann hätte ich noch die Frage, wie war denn so das Feedback, die Rückmeldung von euren Kolleginnen bisher auf das ganze Format, auf die Umsetzung? Friederike, wolltest du? Von unseren Kolleginnen, also inwiefern? Ja, ihr habt euch ja vorher auch bewegt euch in unterschiedlichen beruflichen Umfeldern, euer ganzes Team, und wie kommt das da so an? Wird das überall positiv aufgenommen? Also ich denke, ich bin ja auch Journalistin, und da habe ich schon den Eindruck, dass unter Journalistinnen das eigentlich wirklich fast alle kennen und mitgekriegt haben und das schon auch sehr, sehr positiv gesehen wird. Also das ist auf jeden Fall das Feedback, was man so aus den journalistischen Kreisen bekommt. Und bei Interviews merkt man es natürlich auch, also Norman und ich, wenn wir Interviews geben, dass
die Journalistinnen dem meistens sehr positiv gegenüberstehen, was natürlich schön ist. Okay, dann danke für die Antwort. Dann noch eine Frage. Ihr hattet das auch erwähnt im Vortrag, die Klimaklage, die jetzt gewonnen wurde vom Bundesverfassungsgericht. Habt ihr da schon ersten Auftrieb auch spüren können? Habt euch das auch nochmal weiter gepusht, das ganze Thema? Und könnt ihr das auch demnächst noch weiter nutzen, um das groß zu machen? Also wir haben jetzt keinen Auftrieb jetzt direkt gemerkt aus der Klimaklage. Wir sehen natürlich, dass politisch das von sehr vielen Leuten versucht wird, das Auftrieb zu nutzen. Aber ich denke mal schon, dass es jetzt auch bei den Fernsehsendern dort nochmal klar wird, wie wichtig dieses Thema ist und dass das halt das Thema der Zukunft ist. Also Klima wird nicht nur in der Primetime zu sehen sein, sondern wird auch in der Primetime unseres Lebens demnächst ganz viel sein. Und deswegen muss es da diese Wechselwirkung geben. Genau, also was man natürlich schon merken kann, finde ich, also jetzt, wir haben davon keine besonderen Auswirkungen gespürt, jetzt als Klima vor acht. Aber was ich finde, was man sehr gut sehen kann in den Medien, ist, wie sich so jetzt ein bisschen die Diskussion auch verschiebt oder der Diskurs ein bisschen verschiebt, also weg von dem, dass wirklich geleugnet wird, dass wir es da mit einer Klimakrise zu tun haben, hin zu dem, dass man eher Klimaschutzmaßnahmen ein bisschen in Frage stellt oder sagt, ja, okay, aber wir machen ja da schon was. Also wir haben da ein Problem, aber es wird schon genug getan. Das war ja auch ein bisschen so die politische Reaktion. Und ich denke, dass das ein Feld ist, was gerade in der Klimaberichterstattung jetzt auch sehr, sehr oder viel, viel stärker gepusht werden muss, dass es eben das nicht der Fall ist, also dass noch viel zu wenig getan wird. Okay. Ja, danke dafür. Dann gibt es noch eine Frage, die zieht so ein bisschen auf die Zielgruppen ab, die jetzt auch natürlich, wenn das Format im Öffentlich-Rechtlichen laufen würde, erreichen würdet. Was sind denn Pläne, um gleichzeitig zur älteren Generation, Fernsehgeneration, auch die Jungen weiter abzuholen? Oder anders ausgedrückt, wann gibt es Klimaveracht auf TikTok? Ist die Frage. Ja, ist eine gute Frage. Bei TikTok haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Das ist sicherlich ein interessanter Kanal. Das Öffentlich-Rechtliche hatte jetzt schon Instagram sehr stark für sich entdeckt. Nur ich nehme halt wahr, Instagram ist auch inzwischen für die alten Hasen. Ich bin damals mit Facebook eingestiegen. Das ist ja für die ganz alten Hasen. Und TikTok wäre da auch sicherlich eine wunderbare Plattform. Und wir nehmen das mal gern mit und denken drüber nach. Ich gebe es mal an unser Kampagnenteam weiter, unsere Kampagnen-AG. Also unser Format ist ja schon auch so konzipiert, dass man es nicht nur im linearen Fernsehen ausstrahlen kann, sondern eben auch online, jetzt vielleicht nicht für TikTok, aber dass es auf beiden Plattformen bespielbar ist. Und sonst Klima vor acht ist natürlich schon die Stoßrichtung, so wie es ursprünglich gedacht wurde, auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass es da eine ganz bestimmte Zielgruppe auch erreicht, die sich tatsächlich, und da hat sich auch der Michael Brüggemann, den Norman vorhin erwähnt hatte im Vortrag, der Kommunikationswissenschaftler, mit beschäftigt, dass viele dieser Menschen, die wirklich noch linear Fernsehen gucken, auch ihre Informationen hauptsächlich aus dem Fernsehen beziehen. Das kann man sich manchmal nicht so richtig vorstellen, wenn man einer anderen Generation angehört. Aber das ist tatsächlich so. Also deswegen ist das lineare Fernsehen da auch wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, meine Vergleichsgruppe ist immer da meine Oma, die nur die Informationen aus dem linearen Fernsehen bezieht. Dann hätte ich da noch eine Anschlussfrage zum linearen Fernsehen. Es gibt ja auch den Kindersender Kika und da so Formate wie Logo und sowas. Gibt es da auch schon Kontakte, Formate? Habt ihr da schon mal gesprochen, um eben da auch auf die Klimakrise aufmerksam zu machen? Nein, zu Logo hatten wir noch keinen Kontakt. Ist sicherlich ein wirklich, wirklich gutes Format und die machen auch wirklich gute Nachrichten. Ich schaue die manchmal selbst gern, nicht regelmäßig, muss ich zugeben, aber wenn mir Logo plötzlich mal auf YouTube im Weg läuft, schaue ich gerne mal rein. Ich denke aber, dass im Zuge unserer Kampagne dort der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch mehr, hoffentlich mehr macht und dann auch so Kanäle wie Logo, was dann vom ZDF ist, dann auch stärker mit diesen Themen bespielt. Okay, ja, dann
Bleibt das spannend. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, aber eine Frage war noch, ob ihr noch einen Sneak Peek geben könntet. Ich glaube, morgen kommt ja dann eine neue Folge raus, die auch hier bei uns auf dem Kanal laufen wird. Oder nochmal so eine Aussicht, was so die nächsten Folgen angeht. Insgesamt habt ihr jetzt für die Staffel 6 oder 8, was waren das, wie viel? 6 Folgen. Genau, 6 Folgen habt ihr produziert. Genau, ich glaube, ihr wollt nichts verraten, aber weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja trotzdem nochmal die Werbetrommel ein wenig rühren. Friederike, magst du, oder? Also wir haben morgen noch eine von den Berichterstattungssendungen. Ist auch ein, also die aktuellen Ereignisse einordnen. Wir haben das ja immer ein bisschen zurückdatiert sozusagen, um das machen zu können. Ist ein, wie soll man sagen, politisches Thema, was den meisten wahrscheinlich, was die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben, aber trotzdem ziemlich spannend. Ich wusste davon vorher auch nichts. Ich weiß nicht, wollen wir da noch mehr sagen? Genau, es geht um Mobilität. Geht um Vielleicht Mobilität. Kann man das. Ja. Okay. Die letzte Folge wird sich dann tatsächlich mit der Klimaforschung noch ein bisschen auseinandersetzen. Auch sehr, sehr spannend. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann wisst ihr da draußen jetzt Bescheid, was in den nächsten Folgen da passiert. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Bleibt jetzt aber sehr gerne noch dran. Um 19 Uhr geht es hier dann weiter mit der Podiumsdiskussion, wo Norman dann gleich auch mit dabei ist. Und wir zeigen ja auch heute noch eine Folge von Klima vor 8. Auch da gerne reinschauen. Vielen Dank nochmal an euch beide, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen euch dann bald in den Öffentlich-Rechtlichen oder im RTL. Eins von beiden. Nicht eins von beiden, vielleicht sogar beide. Vielleicht sogar beides. Das wäre natürlich noch wichtig. Besser, stimmt. Genau. Und wünsche euch da draußen noch einen schönen Abend mit unserem weiteren Programm. Und wir können dann zum Abschluss winken und dann hören wir gleich auch raus. Hey, du willst Teil der Bewegung werden und Klimabildung für alle voranbringen? Dann finde unter studentsforfuture.de deine Gruppe vor Ort oder Infos, wie du deutschlandweit aktiv werden kannst. Du bist kein Studi mehr? Kein Problem. Unter for-future-bündnis.de findest du deine passende For-Future-Gruppe.